Hallo zusammen! Und heute möchte ich euch wieder was zeigen, indem ich wieder so ein schickes Glas mache. Moment. Hier, so eins. Das ist bei euch ziemlich gut angekommen. Und sowas möchte ich als Geschenk machen. Ich möchte 2 Stück davon machen, aber diesmal ein bisschen anders. Ihr nehmt euch einfach ein Gemüseglas, ein Obstglas, ein, ich weiß nicht, was alles noch drin sein kann, ein Würstchenglas oder was weiß ich. Und sollte eigentlich gut gespült sein, Etikett weg und so ein Zeugs, müsste alles weg sein. Ich habe hier nur ein Beispielglas, ich werde es nicht benutzen, weil ich habe vorhin schon ein Video gemacht und hat es nicht aufgenommen. Deswegen zeige ich euch nochmal, dass ich schon eins bedupft habe mit Acrylfarbe. Ich habe einfach Acrylfarbe von Action oder Acrylfarbe von, ich weiß nicht was. Ihr könnt wirklich alles benutzen, was ihr zu Hause habt. Muss nicht unbedingt vom Action sein, aber ich habe das damals vor einem Jahr schon bei Action gekauft und das schaut so aus. Ihr könnt auch Gesso nehmen oder ganz normale, stinknormale Farbe, was Acryl ist. Und wie gesagt, ich habe mir das so drauf gestupft mit einem Schwämmchen, mit so einem Spülschwämmchen. Ich habe das einfach klein geschnitten und habe einfach getupft. Und jetzt warte ich, dass es getrocknet wird. Und ja, und als nächsten Schritt zeige ich euch dann, wie es weitergeht. So, das Glas hat derweil schon getrocknet. Ich habe mir gedacht, ich lege trotzdem eine Zeitung Papier hin. Weil ich will nicht, dass mein Schreibtisch wieder so wild ausschaut mit Flecken und so. Das hatte ich letztens schon mal. Und stelle mir einfach das Glas hier hin und habe hier noch solche Farben über. Moment. Ich muss erst mal gucken. Also hier Sprühfarben und ich versuche jetzt einfach mal was Neues aus. Ich muss nur aufpassen, dass die Kamera da nichts abkriegt, weil das wäre dann schon ein bisschen doof. Farben sind recht flüssig, wie ihr sehen könnt, die vermischen sich, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil genau diesen Effekt mag ich total gerne. Pustet es noch am Glas entlang, dass sich die Farben ein bisschen so vermischen. Ich habe jetzt Blau. Was ist Blau? Blau und Grün genommen. Das ist mega Effekt. Wir sehen kurz. Da fehlt was. So. Und da wollte ich noch ein bisschen Neongelb mit drauf tun. Muss mal schauen, wo ich das hin habe. Da kommt schon die Farbe rausgeschossen. Hilfe! Wo ist das Schwämmchen jetzt? Und ich habe hier ein bisschen Neongelb Farbe. Und das tupfe ich dann hier noch ein bisschen drauf.
Also das schaut schon richtig toll aus, finde ich. Und das würde ich dann auch so lassen. Also am besten einfach trocknen. Das gibt so eine mega Farbe. Also ich mag sowas. Und das werde ich, glaube ich, selbst behalten. Mal sehen. Da bin ich noch nicht so sicher. Wo habe ich jetzt den Deckel hin? Ja, hier scheppert es im Hintergrund. Ups, fällt schon alles runter. Dann habe ich hier noch ein Glas. Das werde ich auch jetzt auch noch mal schnell mit Acrylweiß, mit da einer weißen Farbe bestreichen. So. Brauche jetzt nur ein Schwämmchen. Schatz, so schaut es aus, das Schwämmchen, wenn es noch ganz ist. Und das schneide ich jetzt ganz schnell mal durch. Farbe kommt natürlich auf den Schwamm drauf. Ich habe es früher immer mit einem. Jetzt mein Eimer auf die Zeitung getupft, aber das ist der gleiche Effekt, bloß dass man das auf dem Schwämmchen gleich hernimmt. Und wenn man die Zeitung nicht mehr braucht, dann tut man das wegschmeißen und das ist auch wieder Verschwendung. Oh, wie ihr es schon sehen könnt, ich habe hier dieses Glas nochmal, also mit Acrylfarbe gemacht. Und dieses Glas ist so mega. Seht ihr den Unterschied zwischen Grün und Blau? Und ich habe noch Neongelb dazu gemacht. Ich finde es einfach Bombe. Ich hoffe nur, dass diejenige sich auch mega, mega freut über das Geschenk. Ich werde hier vielleicht ein Teelicht mit rein tun, auch dazu schreiben, dass es auch selbst gemacht ist und dass man auch am besten so ein Feuerzeug nehmen sollte, ein langes. Da kommt man nämlich richtig hier schön rein und verbrennt man sich nicht. Ja, ansonsten hoffe ich nur, dass ihr das gefällt. Ich lasse es jetzt mal hier trocknen. Und ich habe hier dieses Deckelchen auch mit Farbe getupft. Aber das wird nicht so schnell trocken und das Glas braucht auch noch. Das werde ich hier mit meinem schnellen Föhn hier ein bisschen trocknen. So, jetzt habe ich mir ein bisschen Werkzeug und Perlen und wie heißen die Dinger? Kettelstifte oder wie die Dinger heißen? Zeige ich euch mal. Moment. Die hier. Und ganz verschiedene Perlen, was zu der zum Glas passt. Dann habe ich mir so einen Zwicker, so zum Abzwicken. Und so eine Rund-Dingens mir rausgesucht. Das ist schon ziemlich trocken. Der Deckel ist ziemlich nass. Und ich tue euch ein bisschen nach unten. Und ich habe mir einfach gedacht, ich werde hier alles durchziehen. Also praktisch hier einmal durch. Dann zwicke ich mir ein bisschen hier ab. So. Können Sie das sehen? Natürlich ist es viel zu lang, aber ich habe nicht andere da. Das tue ich mir hier auf Seite. Und dann habe ich hier. Und ganz oben fange ich an zum Anlegen. Oder wie sagt man da? Gehe ein bisschen hier ein bisschen weiter rein. Und du das einfach hier einmal darüber und nochmal. Das geht jetzt ein bisschen schief. Nicht so gut, weil ich so Probleme habe mit der Hand. Aber das kann man. So,
so umeinander drehen, dass es so eine runde Form hat. Und das mache ich jetzt bei dem allen. Also dann nehme ich, wie heißt das, Aquarell, Acryl, Perlen und Glasperlen. Also je, was ihr zu Hause habt, sage ich immer wieder dazu. So schaut es aus. Sollte irgendwie so locker sein, dann können Sie das einfach festhalten und dann hier nach innen drehen und dann hier nochmal zusammendrücken. Dann schaut es nämlich so aus. Und dann ist auch ziemlich fest. Könnt ihr auch flache Perlen nehmen. So. Ja, bei mir fliegt das Zeug immer umeinander, das ist aber nicht schlimm. Nämlich auch so ein Schmetterling. Die gibt es, glaube ich, beim Rossmann, wenn mich das nicht irrt. Ich habe leider keinen Rossmann in der Nähe. Ups. Schaut dann auch so aus. Also einfach die Perlen hernehmen, was ihr halt einfach zu Hause habt. Dann nehme ich hier eine matte Perle, die funkelt auch ganz schön. Dann nehmt ihr euch einfach so eine Schnur, so eine braune Schnur, oder sollte euer Glas rosa sein, dann könnt ihr auch rosa hier nehmen. Also je nachdem, sowas, glaube ich, gibt es beim Teddy. Das habe ich mal irgendwann mal gekauft. Das habe ich so lange noch über. Und dann nehmt ihr euch einfach hier, tut hier so reinfieseln, durchziehen und macht ihr halt zweimal einen Knoten rein. Aber müsst ihr aufpassen, dass es nicht reißt. Also das ist nämlich so eine Art, kein richtiges stabiles Schnur. Zu mir ist es schon mal auch gerissen. Und das, wo die Perle ist, tut sie einfach nach unten. Da werde ich auf jeden Fall noch, noch ein paar Perlen machen. Das sind ja zwei solche Bänder.
Jetzt haben wir drei Perlen. Dann nehme ich so ein grünes. So, dann habe ich eine Perle, zwei Perlen, drei Perlen, vier Perlen auf diese Schnur. Die lege ich mal auf Seite. Und dann nehme ich mir die andere Schnur und mache das Spiel, das gleiche Spiel nochmal. So. So. Tue ich das wieder umdrehen. Oh, jetzt habe ich mir die Bänder zurechtgefieselt. Wie sagt man, fieseln? Zurechtgebunden? Je nachdem, ihr wisst ja, was ich meine. Dann tue ich mir die zwei Bänder hier zusammen. Mache mir hier einen Knoten. Also zwei Knoten, besser gesagt, dass es auch gut hält. Schon gerissen. Sag ja. Kann man das abzwicken? Ja. Dann machen wir halt eben keine Knoten. Müsste so auch gehen. Also die purzeln hier rum. Und dann durch das hier rum. Das ist ein bisschen durcheinander. Und das muss ich mir mal kurz auf den Schoß nehmen, weil ich das anders nicht kann. Aber das ist nicht schlimm. Ich sehe gerade, die Schnüre sind ein bisschen zu lang. Da werde ich die anderen nochmal anders verknoten. Und dann noch ein bisschen abschneiden hier. Da werde ich wahrscheinlich noch so ein Kettchen ran machen, weil es dann sonst ziemlich nackig ausschaut. Muss ich mir noch etwas überlegen. Und der Deckel braucht natürlich auch noch etwas zum Trocknen und